Mal, dass er es macht. Jennifer Gates kommt mit dem Holsteiner. Cassini 200, Monaco. Türen, die uns in Hamburg sehr, sehr gut gefallen hat. Zwei Global Champions Tour Etappen haben wir in Deutschland. Einmal Hamburg, einmal Berlin. Da so ein bisschen über den DKW Ochse kam, so ein bisschen in das Rückwärts, hat das sehr, sehr schnell danach einfach opala umgeschaltet, um auch das mit dem Vorwärts wieder relativ gut klar hinzubekommen. So, und auch das Ganze im Vorwärts so ein bisschen hin zu dieser Kombination, kam dann so ein bisschen natürlich überraschend dann hinten raus, die Linie dann nachher. Und ja, diese leichte Rhythmusstörung, die sie jetzt hat, die hat sie eigentlich nicht so sehr in dieser Linie Anfang der zweiten Phase, sondern das hatte sie einfach auch schon im Vorfeld hier zur Kombination hin, als sie da wirklich nicht den Idealfluss einfach hatte. Und dementsprechend muss ich jetzt nochmal den Neuansatz einfach finden, um einfach auch nochmal hier das Ganze im passenden Fluss und Rhythmus dann zu haben. Kleiner Platz, den wir hier in Berlin haben, und das ist ja schon einfach auch ein bisschen, a little bit more tricky, ist ein bisschen schwieriger als das vielleicht eben auch auf diesen ganz großen Plätzen einfach ist. Ganz besonders eben auch in den Vereinigten Staaten hat man mehr eben diese großen Plätze, obwohl man ganz klar sagen muss, also all diejenigen, die natürlich so üppig Global Champions Tour reiten, ob eben in Cannes, ob in Monte Carlo oder wo man überall ist, da sind die natürlich vom Platz einfach auch schon sehr, sehr beschränkt. Und von daher kennen die natürlich einfach auch die kleinen Plätze. So, und jetzt kommen wir zur